Wir hatten einen Briefkasten und dann sollten die Kinder reinschreiben, was sie sich wünschen. Das große Ziel ist es eigentlich, dass die Kinder hier mehr Selbstbewusstsein bekommen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, dass sie einfach lernen, dass die Welt nicht an der Grenze von Marxloh endet, sondern dass die Welt groß ist. Tauschebildung für Wohnen ist ein Projekt, wo junge Leute kostenlos hier im Stadtteil leben dürfen und sich dann im Gegenzug um Kinder aus dem Stadtteil kümmern und eine Bildungspatenschaft übernehmen. Es war halt genau das, was ich gebraucht habe. Also eine Wohnung und ich hatte halt auch was zu geben, und zwar Bildung für die Kinder. Es war eines der ersten Bilder, die die Kinder uns gemalt haben. Hier, das war das erste Theaterstück, wo wir mit den Kindern hingegangen sind. Dieses ganze Jahr Marxloh ist ein sozialer Brennpunkt, das ist halt ein relativ modernes Phänomen. In der Nachkriegszeit war Marxloh eine sehr reiche Gegend. Hier gab es mehrere Kinos, hier gab es Pace-Läden. Konrad Adenauer ist hier über die Weselerstraße gefahren. In den 80er und 90er Jahren gab es halt viele Entlassungen. Und diese Entlassungen haben halt vor allem die zugezogenen, ungelernten Arbeiter getroffen, die Hilfsarbeiter. Jeder, der konnte, ist dann von hier weggezogen. Und die Einzigen, die hier geblieben sind, waren halt die, die keinen Job mehr hatten. Ich bin eigentlich dafür, dass in Stadtteilen wie Marxloh, denen es nicht gut geht, da müsste eigentlich die beste Infrastruktur her. Hier müssten die besten Schulen hin. Und was Stadtteile wie Marxloh eben nicht haben, ist ein guter Zugang zur Bildung. Ich glaube ganz fest daran, dass Menschen, also nicht nur Kinder, sondern Menschen generell nur dann lernen können, wenn sie einer anderen Person gegenüber eine Sympathie verspüren. Und wir knacken die Kinder sozusagen über Liebe und Spaß und Freude. Und dann sind die ja auch erst aufnahmebereit. Immer das erste Wort vom Satz schreibt man groß. Das machst du sehr gut. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir denen halt Nachhilfe in Deutsch, Mathe und Englisch geben. Wir sagen halt immer so schön, wir versuchen denen Nachhilfe fürs Leben zu geben. Dass sie halt ihren Charakter bilden, dass sie ihren Weg finden und gehen und dass sie erfolgreich im Leben sind. Das hoffe ich halt hier auch bewirken zu können. Da ist schon ziemlich viel passiert in den 2 Jahren jetzt. Ja, ach so, hier, Flaschen müssen wir rein, verschickt und gefunden. Dann haben wir auch den Brief gefunden. Ich weiß noch, habe ich die Flasche noch aufgemacht. Den haben wir auch zurückgeschrieben, Brief. Ja. Ich würde gerne den Kindern zum einen Teil meine, also die Werte, die ich für richtig für mich empfinde, gerne weitergeben. Respekt, Toleranz, Selbstbewusstsein, das würde ich gerne mit auf den Weg geben. Und zum anderen natürlich auch, klar, die Bildung, die ich selber genießen konnte bisher. Das ist so mein Ziel fürs Jahr. Andy hat gerade meinen Namen gerufen. Das Problem ist, dass man durch die Medien super viel Negatives erfährt. Armut und Gewalt und Drogen und nur Ausländer und. Aber seitdem ich jetzt hier bin oder seitdem ich zwischendurch immer mal wieder hier war, ja, ich find's schön hier, ich bin super gerne in Marxloh, die Kinder sind cool. Das sind halt nicht die kleinen, lieben, süßen Kinder, die haben ein bisschen mehr Geschichte. Die Kinder kommen hier halt nicht vollkommen wertfrei an, sondern die haben halt ihren, ich sag mal, emotionalen Rucksack. Das ist halt die große Herausforderung, dass man halt nicht sofort anfangen kann, irgendwie Nachhilfe durchzuziehen, weil das wird einfach nicht funktionieren. Das haben wir halt mit der Zeit gelernt. Das sind dann teilweise auch so simple Dinge, wie dass die Kinder hier ankommen und haben entweder total abgedreht, weil die voller Zucker sind. Oder die haben halt irgendwie nicht gefrühstückt oder nicht zu Mittag gegessen. Und dann machen wir denen halt Käsebrote und Apfelschnitten, dass die halt sich konzentrieren können auf die Nachhilfe. Yeah. Hast du noch mehr Hausaufgaben auf? Ich muss noch das lesen. Das ist Zippo. Zippo ist nicht groß, Zippo ist nicht stark, aber Zippo ist der liebste Zippo, weit und breit. Super. Die Kinder, mit denen ich mich besonders beschäftigt habe,
Als ich denen dann gesagt habe, dass ich das ganze Jahr da noch bleibe, die haben sich super gefreut. Das war total schön, dass die einen mögen und annehmen und auch respektieren. Wir bringen den Kindern ehrlichen Respekt gegenüber und gucken eben nicht auf deren Defizite, sondern gucken dahin, wo sie was können und finden sie einfach super, so wie sie sind. Das hört sich so ein bisschen nach Sozialromantik an, ich weiß, aber es funktioniert. Uns hat eine Schulleiterin ein ganz tolles Kompliment gemacht und das bringt eigentlich das genau auf den Punkt. Die hat gesagt, dass sie die Kinder, die zu uns kommen, nicht nur daran erkennt, dass sie sich in ihrer Konzentrationsfähigkeit gesteigert haben und dass ihre Noten sich langsam verbessern, sondern die sagt, dass sie die Kinder sieht, dass sie einen aufrechteren Gang haben.